Heidiho, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play zu CSI Crime Scene Investigation Deadly Intent oder wie es eigentlich auf der deutschen Verpackung zumindest heißt, tödliche Absichten. Ja, das ist das neue geheime Spiel, was ich vorher nicht angekündigt hatte, was ich auch auf diesen neuen Slot jetzt gelegt habe. Es läuft nämlich um 20 Uhr jede Folge. Und der Grund ist auch ganz einfach eigentlich. Heute, genau wo es anfängt, läuft nämlich eine CSI-Folge, dienstags, CSI. CSI Vegas, wie es ja jetzt inzwischen umbenannt wurde. Und das fand ich eigentlich ganz passend, quasi den Start des Let's Plays zum selben Uhrzeitslot zu legen wie die Serie. Theoretisch könntet ihr die Folge, die ja 15 Minuten geht, gucken, dann CSI. Und dann die zweite Folge, die ja um 21 Uhr rauskommt, da ein Let's Play ja immer mit zwei Folgen bei mir startet. Und die Infos zum Spiel, die ich so ein bisschen zusammengetragen habe, so ein paar kleine Mini-Infos, werde ich wieder während des Spiels euch bekannt geben. Deshalb will ich jetzt auch mal starten und ihr seht auch schon, ich habe bereits einmal das Spiel angetestet, um zu gucken, ob es sich gut aufnehmen lässt. Wir wollen aber hier nicht weiterspielen, wir wollen ein neues Spiel starten. Los geht's. Fall 1, gebrochenes Herz. Ja, wir wollen den Fall erneut starten. Vorheriger Fortschritt ist egal. Writer Ed Kühnel. Art Director Mai Nguyen. Director John Drake. Programmers Karl Muckenhaupt. Irreconcilable differences? Killed on your wedding night. Even for Vegas, that's a quickie marriage. Well, it's like the priest says, till death do you part. Ja, okay, das Vorlesen war hier nicht so unbedingt die beste Idee. This that new hotshot they hired to replace you? Hotshot? Yeah. Replace me? Come on. Nick Stokes. Glad to get a chance to work with you. Well, I'll leave you to it. Well, if you're as good as they say, you probably already noticed our blushing bride here. So. Und bevor wir jetzt mit dem guten Nick Stokes reden, will ich hier kurz ein paar Punkte anmerken. Und zwar finde ich es sehr, sehr schade eigentlich, dass das Spiel in der englischen Sprachausgabe alleinig ist. Ich hätte es hier sehr, sehr geil gefunden, wenn man wirklich die deutschen Synchronstimmen der Serie auch gehabt hätte. Vor allem, da ich auch sagen muss, tatsächlich mir gefällt die deutsche Stimme von Nick Stokes besser als die Originalstimme. Ich vermute mal, dass das hier die Originalstimme ist. Das liegt nicht nur daran, dass die von David Nathan gesprochen ist, der Deutschlands aktuell, glaube ich, beste Synchronsprecher ist. Unter anderem Johnny Depp immer synchronisiert, außer bei Fluch der Karibik. Aber das lag daran, dass der gute Herr Nathan auch gut bezahlt werden will. Und es da ein paar Differenzen gab. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber er spricht halt eben auch den Darsteller von Nick Stokes aus der CSI-Serie. So, was haben wir hier denn? Was denken Sie? Well, judging by the murder weapon and those cuts across her face and neck, my money's on crime of passion. The groom's missing. That might be a lethal case of cold feet or maybe a jealous ex-boyfriend. And if that's the case, somewhere, our groom might be a second victim. Oh, unser Bräutigam als zweites Todesopfer. Sieht aus, als wäre sie ausgeblutet. Ja, genug Blut war zumindest vorhanden. Yeah, the autopsy will tell us more. Just let Doc Robbins know when you're gonna want the body brought down to the morgue. Gut, und kennen wir sie denn? She's just Jane Doe for now. I didn't find a purse, an ID, or any luggage in the room. We could be looking at the trifecta. Kidnapping, robbery, and murder. So, right now we need to find out who this girl is. Because if this is a crime of passion, then our victim knew her killer.
Okay, wenn das ein Dreier für dich ist, hast du sehr seltsame Vorlieben, mein Freund. Noch etwas? Not specifically. Let's get back to it. Hey, do me a favor, will you? Could you finish up the interview with our witness over there? Then you can help me finish processing the scene. It's a busy night. We're shorthanded. Oh, and Jim left us a copy of the 911 call. It might be worth a listen. Ich habe jetzt mal auch das Tutorial ausgeschaltet. Speichern, Sie haben Post. Sehr schön. Wo war denn das mit dem Sie haben Post? Das war doch so eine alte Werbung. War das AOL? Ich weiß es gar nicht mehr mit dem, das verwechsel ich, ne? Oder? Sie haben Post? Irgendwo war das auch in der Werbung immer ganz bekannt. Jedenfalls, Tutorial habe ich ausgeschaltet. Wir erkunden das Spiel einfach mal bei Direct by Learning. Oder Learning by Doing. So rum wollte ich nicht. Direct by Learning, was red ich für einen Unsinn da wieder. Learning by Doing wollte ich natürlich sagen. Okay, umschauen tun wir uns einfach hier, indem wir nach links und rechts rüberziehen. Bevor wir aber hier mit dem guten Herrn reden, nochmal kurz ein paar Punkte. Erstmal. Das hier ist der fünfte Teil von insgesamt 6 Spielen, die bereits von der CSI-Serie auf dem deutschen Markt erschienen sind. Ich weiß gar nicht, ob in Amerika bereits ein 7. Teil draußen ist. Bei uns sind es erstmal nur 6. Wahrscheinlich, wenn aber ein 7. Teil in Amerika draußen wäre, gäbe es den auch schon bei uns. Da sind die recht schnell eigentlich. Dann, für alle, die vielleicht immer schon Interesse an den Spielen hatten, bis heute aber noch nicht zugegriffen haben, im Moment gibt es so eine Art Sammelpack, sage ich mal. Da sind alle 6 Spiele für etwa 15 Euro drin. Da habe ich zugeschlagen. Das heißt, wir werden komplett alle 6 Teile der Reihe Let's Play. Komplett. Alle. Das liegt einfach daran, dass ich ein riesiger CSI-Fan bin. Und hier komme ich auch zu dem Punkt, warum ich mit Teil 5 angefangen habe. Nicht mit Teil 1. Ich mag einfach die Figur, die der Lawrence Fishburne in der Serie darstellte. In den Staffeln 10 und 11? Oder waren es 9 und 10? Ich weiß es gerade nicht, in welchen Staffeln er jetzt genau da mitgespielt hatte. Den mochte ich einfach nicht. Und dementsprechend möchte ich auch die Spiele, sprich Teil 5 und Teil 6 der Reihe, in denen er auftaucht, zuerst spielen, um dann zu den Spielen zu kommen, wo Gil Grissom mit dabei ist. Der von, weiß ich gerade nicht, wie ihm dargestellt wird, das habe ich gerade vergessen, weil ich die Figur des Gil Grissom sau geil finde. Finde ich, ist von allen Spin-Offs und von allen Serien und von allen späteren Chefen der absolut geilste. Da kann auch Mick Taylor, hieß der Mick? Mick Taylor? Also Taylor aus CSI New York nicht mithalten, der genauso eigentlich ziemlich geil ist. Und auch der neue Chef in den aktuellen Staffeln, JR, ach, weiß ich nicht, dieser weißhaarige Herr, ich bin da gerade, ist der Name mir gerade nicht so drin. Dieses Spiel, das heißt Teil 5 der Reihe, ist 2009 erschienen, beziehungsweise Ende 2009, und zwar für PC, Xbox 360, Nintendo Wii und Nintendo 3DS. Nee, gar nicht, Nintendo DS, nicht 3DS. Das Interessante daran ist eigentlich, dass der DS-Teil nicht nur den Zusatz trägt, die Geheimfälle, sprich CSI tödliche Absichten, die Geheimfälle. Nein, er hat auch eigene Fälle. Nicht nur geheime Fälle, sondern eigene Fälle auch. Das heißt, der unterscheidet sich von den anderen drei Teilen oder anderen drei Ablegern, was sehr seltsam ist, meiner Meinung nach, aber gut. Und zuletzt, das Spiel ist von Telltale Games entwickelt worden. Das haben wir ja zu Anfang schon gesehen, an dem kleinen Logo oder an dem bekannten Logo, die aktuell halt Namen sich dadurch machen, dass sie die Walking Dead-Serie ja in sehr, sehr gute Spiele umgesetzt haben. Season 2 aktuell jetzt draußen ist und The Wolf Among Us auch rausgebracht haben, das auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit an sich gezogen hat, weil das ist so ein Spiel basierend auf so einer Comic-Reihe, wo es halt darum geht, dass die ganzen Märchenfiguren der Gebrüder Grimm in unserer Welt leben. So viel kurz zu den Nebeninfos des Spiels. Wir fangen hier mit CSI tödliche Absichten an. Wie gesagt, weil ich halt diese Figur, die Lawrence Fishburne darstellt, nicht so toll finde. Ich finde, das war somit zu den, oder gehörte mit zu den schwächsten Staffeln, leider, meiner Meinung nach.
Und deshalb fangen wir hier an, wobei es spieltechnisch wahrscheinlich eher doof ist, weil die älteren Titel natürlich noch schlechtere Grafiken haben, weil sie einfach älter sind als jetzt diese neueren Spiele, die ja schon ein bisschen besser sind. Aber gut, ist dann so. Da hoffe ich einfach, dass sie vielleicht inhaltlich mehr zu sagen haben. Telltale Games hat nämlich sowieso witzigerweise von diesen 6 Spielen ganze 3 entwickelt. Das, ja, die sind halt gute Storyteller. Da erwarte ich deshalb jetzt auch gute Stories. So, aber reden wir nun erstmal mit unserem Zeugen. Diese eiserne Mimik. Die Trauer ist abzulesen. Sir, würden Sie mir Ihren Namen nennen? Ja, Charles Steer. I'm the night manager. Sorry if I'm a little freaked out. This is a first for me. Naja, meine erste Leiche auch. Ich fange ja auch heute hier an, wobei ich wohl scheinbar auch einen guten Ruf schon habe, von dem ich nicht mal was weiß. Naja, um wie viel Uhr haben Sie die Leiche denn gefunden? Okay. That was just after checkout time, around 11. I came by to see if he'd left so that the maid could come in here and clean up. I knocked a couple times, no answer. I opened the door and I saw her. I called you guys right away. Also das muss man auf jeden Fall mal der englischen Original-Synchro sagen. Ey, die Leute machen ihren Job gut. Also der Typ, der den hier synchronisiert oder spricht in dem Spiel, finde ich top. Also super. Ein Mann hatte dieses Zimmer? Yeah, right. He's some Mexican dude. I never seen him before. Short guy, you know, about 5'6 or so. He checked in by himself, but I figured he might have had some company waiting around the corner because he asked for the Cupid suite, you know? You know, I kind of went all through this with that Captain Brass guy earlier. But anyway, Hombre paid with cash. He gave a phony name like Michael Jordan or George Lopez or something. You know, most guys do. Die Fallakte wurde aktualisiert. Haben Sie das Geld, das er in der Hand hatte? No. You kidding me? The owner, she don't trust nobody who works here. Cash goes straight into the drop safe. Do not pass go, you know what I mean? She picks it up first thing in the morning. She takes it straight to the bank as soon as it opens. Okay. Hat er sonst etwas berührt? Registrierungskarte, Stift? Nah. See, I kind of make my own rules on the night shift. I just write down the name, take the cash, or run the card. I mean, it's not like I get paid enough to pay attention, you know what I'm saying? Erkennen Sie das Opfer? No, man. I never seen her before. Could you let me know if you find out? Because I kind of like to know. That is, I mean, if you're allowed to give out that sort of information at all? Das finde ich jetzt irgendwie seltsam. Warum will er das wissen? Naja. Hat gestern Nacht irgendjemand etwas gehört? No. Not at all. I mean, it was pretty quiet night. Unusually quiet, you know what I mean? And if anybody was screaming or fighting or anything in here, I mean, nobody said a word to me about it. Okay, haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Well, I can't think of anything else to tell you, man. It's just a messed up world we're living in, that's for sure. Ja, verkommen ist die Welt. Gut, viel Information haben wir jetzt von dem Typen ja nicht. Wir schauen uns mal hier das Gerät an. Was ist das? Beweise, Schauplätze, Optionsmenü und Fallkarte. Ah, das ist quasi so eine Datenbank für uns. Ah, dann schauen wir uns doch mal um. Opfer, wahrscheinlich ein Mord aus Eifersucht. Handtasche, Gepäck und ID fehlen seltsamerweise am Tatort. Hier haben wir ein Bild des Tatorts. Verstehe. Verdächtige. Verdächtiger hat mit falschem Namen im Hotel eingecheckt. Beim Einchecken wurde bar bezahlt. Das Geld ist schon bei der Bank. Berührte nichts beim Einchecken. Daneben Charles Deere hat das Opfer entdeckt. Hat Leiche gegen 11 Uhr morgens entdeckt. Kann Person identifizieren, die zuletzt mit dem Opfer gesehen wurde. Beschreibt Verdächtigen als Hispanic, etwa 1,70 groß. Hat das Opfer nie zuvor gesehen, behauptet, es war ruhig im Hotel gestern Nacht. Ah, wir haben sogar eine Statistik.